sind wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Lakamoshi und schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir spielen weiter. Nintendo 64, International Superstar Soccer 2000, der vierte Pott für Deutschland, die EM im Halbfinale gegen Dänemark. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. Auf geht's. So, da sind wir. Dänemark hat sich gegen Italien durchgesetzt. Ja, das war ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Wir haben einen Verletzten zu beklagen. Da machen wir unseren Freund hier rein. So, wir Bierhoff, du wirst auch mal ersetzt. Für dich startet Dunger. Und dann gucken wir erstmal, was wir noch so anstellen können. 82 hier ist ein 79er. Haben wir da was anderes für? Ihn hier behalten wir mal im Auge. Hier, ihn lassen wir mal spielen. Ich möchte mal wissen, ist zwar jetzt echt ein dämliches Experiment, aber wir behalten uns das mal so ein bisschen vor. Natürlich auch stark, ne? Ab ins Halbfinale gegen Dänemark. Wenigstens können wir diesmal die Trikots gut auseinanderhalten. Kopf. Jo, perfekt. Ja, gut, perfekt. Ist auch ein bisschen Abendstimmung, wenn ich das hier so richtig sehe. Da war er aber dran, oder? Ja, Corner. Gut. Wir starten ganz vorsichtig mit dem Cornerkick. Okay, das war jetzt noch nicht so, aber erstmal zum Einkommen war das okay. Das ist scheiße jetzt. Boah. Ich brauche eine Anspielstation. Boah, da haben wir sowas von Arschglück gehabt, ne? War so richtig. Das war gut. Die haben sich supportet. Und nach außen. Now this is a great scoring opportunity. Ja, da ist es. Puh. Mann, jawohl. Das war richtig schön. Und ich habe das irgendwie auch gesehen, weil der da ganz alleine stand. Dunger. Ja, Mann. Angucken nochmal. Hüpft noch. Da. Und der war wirklich ganz alleine. Ja, super. Das beruhigt, wir sind in Führung. Warum habe ich das so hergeschenkt? Das weiß ich nicht. War ich mit dem Kopf wieder nicht bei der Sache? Ey, Mann! Ich hoffe halt einfach, dass das Spiel durchhält. Ich hatte nämlich bei den Qualifikationsspielen das Problem, wenn es zu lang an war. Ich weiß nicht, ob es Transferpack war oder ob es jetzt an dem Spiel liegt. Dann ist einfach abgestürzt und eingefroren. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das Abstürzen einfach so, gerade in so einem wichtigen Spiel, wäre das halt schon irgendwo ätzend. Oh, der Torwart war draußen. Die haben rausgelockt. Nein! Nein, nein, wäre der doch flacher gekommen. Oh mein Gott! It's going to Germany. No. Das war wieder so ein dummes Ding. Das war so ein unnötiger Ballverlust und jetzt.
Ich verstehe halt nicht, warum der Spieler einfach da oben, der hat einen blauen Kreis und dann schaltet der um und dann kann ich nicht mehr mitrennen. Und das ist so eine Sache, da habe ich echt ein Problem mit. Das finde ich echt kacke. Und den Ballverlust habe ich selbst verursacht. Unten. Boah, ey. Boah, das wäre bei Jugoslawien nie gegangen. Oh, das war schon die zweite, aber eben diese an die Latte. Hoffentlich bereuen wir das nicht noch, ey. Weil die war schon heftig. Das war schon nur ein bisschen flacher reingekommen wäre. Knapp an der Strafraumgrenze. Aber da könnte was gehen mit dem Trick 17. Den ziehen wir jetzt einfach mal so rein und gucken, was passiert. Oh. Oh. Hinterher, hinterher. Ball, 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 Ball. Gut, Halbzeit. Gucken, ob wir jemanden auswechseln müssen. Also wir haben gute Chancen. Es wäre halt cool, wenn man ein zweites Tor nachlegen könnte jetzt langsam. Den, ja, wir nehmen den da unten raus. Komm, wir machen mal hier. Pingen, dich will ich da sehen. Ansonsten Ringel. Ich weiß nicht, ob wir so einen guten... Wir haben halt sonst keine... Wir haben einen, kann beides. Wir riskieren es mal. Am Ende geht's schief und da habe ich halt einfach Pech gehabt. So, weiter geht's. Wir haben zweimal gewechselt. Hoffentlich lohnt sich's. Hoffentlich macht sich's bezahlt. Also das Gute ist ja, dass ich zumindest noch hier unten mit meinen Pässen durchkomme. Auf den Seiten. Aber ich muss sie halt auch verwursten. Das ist so das Entscheidende. Und nach rechts zu spielen ist eigentlich, glaube ich... Na gut, ist eigentlich egal. Also momentan habe ich wieder das Problem, das Altbekannte, dass ich jetzt gerade an keinen Ball mehr komme. Boah, und dann passiert sowas. Ecke. Okay, hatten. Ich sehe da immer nichts. Ich kann da immer nichts erkennen. Es ist einfach ein blindes... Aber ich wollte ja nicht mehr in die Konter dann laufen. Das ist gefährlich. Clevere passen und nicht da rumrennen. Oh, und ums rechtzeitig schießen und nicht überrascht sein, wenn es dann plötzlich... Boah, das war gut. Okay, ich bin schneller. Jetzt kommt diese Phase, wo ich mal so einen Müller da vorne bräuchte, der mal so ein bisschen abstaubt und irgendwie mit irgendeinem Körperteil irgendwas reinmacht. Wäre ganz nett. Okay, gut, 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 gut. Das war gut, das war gut, das war gut. Wir gehen möglichst... Also der Schiedsrichter ist recht gnädig, was Karten angeht, möchte ich mal hier so betonen. Das wird nichts werden, aber wir probieren es trotzdem. Wir schießen mal so quer rein und dann... Aber es war wieder einer von uns dran. Also der Trick geht schon, aber er geht anders. Und das hier müssen wir mal abstellen, das ist nicht gut. Es kommt bis hinten durch. Und dann habe ich auch so gar keine richtige Anspielstation so richtig. Hier unten ist jetzt keiner mehr. Jetzt kann ich ruhig laufen, 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 laufen. Einmal aussteigen lassen. Und verkacken. Wir sind schon in der Overtime. Wechsle ich auch nochmal. Ich gucke zumindest. Was soll's. Ja, komm. Wir machen Beiß daraus und holen uns Bayern. Wir sind in der Overtime. Ja. Wir sind in der Overtime. Und eigentlich müsste es gleich over sein. Haha.
Das ist meine Wochenendmut. Da bin ich, freue mich auch schon drauf, heute Abend wieder Arno zu zocken. Vielleicht mache ich es auch auf Twitch live und gucken. Now this is a great scoring opportunity. Dazu von nichts reinlaufen, dazu von nichts, warum taktische Fouls oder irgend sowas, ist mir egal, irgendwas, holt euch irgendwie den Ball. Okay, nochmal ein Foul, da hinten. So, jetzt gibt es aber eine Karte, oder? Jetzt erstmal an der Zeit. Boah, diese Nachspielzeit, das ist so fordernd, jawohl. Hast du dir verdient, musst du nicht meckern. It's a free kick. Chance for a set play here. Kommen wir jetzt einfach so da rein. Und gucken, was passiert. Boah, mit dem Abpraller, den hätte ich vielleicht dann reingekriegt. Oh, nee. Oh, what a shot. Oh, Gott sei Dank hat er keinen Bums mehr gehabt, ey. Das sind diese Dinger, die ich meine. So, jetzt habe ich hier keine Anspielstation. Richtig. Und so kurz vor Schluss kommen die denen dann nochmal so on fire. Ey, hartes Stück Arbeit, aber geschafft. Knapper 1:0 Sieg. Finale. Der vierte Pott ist in greifbarer Nähe. Krass. 14 Schüsse, 3 Fouls. Also wir haben schon deutlich. Und davon haben wir einen reingemacht. Das ist eine echt schlechte Quote. Gucken wir mal, wie es wird. Und das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen, fürs Anklicken. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, erzählt es gerne weiter. Und wir sehen uns dann gegen die Schweiz. Keep on gaming. Ciao, ciao.